Wir haben über Jahre gemeinsam gekämpft für einen flächendeckenden Mindestlohn. Für einen Mindestlohn, von dem alle etwas haben. Und wir sind weit gekommen. Der Entwurf für einen flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde steht. 2015 soll der gesetzliche Mindestlohn in Kraft treten. Für abweichende, noch laufende Tarifverträge gilt eine Übergangsfrist bis Ende 2016. Wir haben uns lange dafür eingesetzt und uns nie von unserem Weg abbringen lassen. Ich finde es super, dass das passiert ist. Ich finde es ganz toll, dass wir endlich an dem Punkt sind, wo wir einen Mindestlohn bekommen. Ich meine, die Sache ist ja, wir warten jetzt alle schon ewig drauf und wird endlich mal Zeit, würde ich sagen, oder? Ich denke, ein Anfang ist es auf jeden Fall. Bislang gab es keinen Mindestlohn in Deutschland, im Unterschied zu den meisten anderen Ländern in Europa. Das ist zumindest erstmal ein Fortschritt. Für viele Handwerker und für viele Arbeitnehmer wird es eine Bedeutung haben. Also es gibt Arbeitnehmer, die arbeiten für 3 Euro die Stunde, 4 Euro die Stunde. Ich finde die Einführung des Mindestlohns auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und bin auf jeden Fall dafür, weil es mich ja letztendlich auch irgendwann mal betreffen wird. Doch jetzt kommt es darauf an, dass ein Gesetz beschlossen wird, das einen Mindestlohn ohne Wenn und Aber vorsieht. Langzeitarbeitslose und Beschäftigte unter 18 Jahren sollen nicht das Recht auf einen Mindestlohn haben. Das können und werden wir nicht akzeptieren. Denn wir haben für alle gekämpft, nicht nur für einen Teil von uns. Deswegen muss der Mindestlohn auch für alle gelten. Wenn man sagt, wir machen Mindestlohn, aber der Mindestlohn, was ja eine Untergrenze sein soll, gilt dann für ganz viele Leute nicht, dann ist es ja kein Mindestlohn. Ist nicht in Ordnung. Also brauche ich gar kein zusätzliches Argument mehr zu machen, weil gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist selbstverständlich. Warum muss das Ausnahmen geben? Entweder machen das oder machen das nicht. Wenn sie keinen Arsch in der Hose haben, dann sollen sie das lassen. Ja, ich finde es einfach ungerecht, dass Leute über 18 den kriegen und wir unter 18 nicht. Und auch zu sagen, wenn der Mindestlohn kommt, dann würden die keine Ausbildung mehr machen. Das ist natürlich schon ein lächerliches Argument. Was meinen Sie, wie viele Bewerbungen ich schon geschrieben habe? Aber die Unternehmen bieten halt einfach nicht genügend Ausbildungsplätze an. Und wenn wir dann noch doppelt bestraft werden, wir kriegen keine Ausbildung und nicht mal die sowieso schon knappen 8,50, wenn wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, ich fordere also 8,50 mindestens für Leute auch unter 18, damit sie über die Runden kommen. Ich als Langzeitarbeitsloser, wenn ich wieder eine neue Stelle kriege und muss dann 6 Monate eventuell mit so ein paar Fenje arbeiten, die müssen sich ja nicht an den Mindestlohn halten. Kann ja sein, dass ich da bloß, wie ich da, Appel und Ei kriege. Das finde ich also unmöglich. Das wird dahin führen, dass mehr Langzeitarbeitslose eingestellt werden. Solange, wie sie auch die Förderung vom Arbeitsamt denn noch bekommen oder Agentur für Arbeit, wie es heute heißt, dann werden sie wahrscheinlich wieder entlassen werden und der nächste Langzeitarbeitslose wird eingestellt. Ich glaube schon, dass es da wichtig ist, dass wir gerade bei ALG-II-EmpfängerInnen, bei jungen Menschen unter 18 Jahren schon darauf achten, dass es nicht so viele Ausnahmen gibt. Das ist einfach ungerecht und es darf keine Arbeitnehmer in zweiter Klasse geben an der Stelle. Deshalb machen wir weiter. So lange weiter, bis wir am Ziel sind. Denn das ist das Prinzip der starken solidarischen Gemeinschaft, die keinen hängen lässt. Langzeitarbeitslose sowie Beschäftigte unter 18 Jahren dürfen keine Ausnahmen sein. Daher fordern wir Mindestlohn für alle. Jetzt!